Wenn Sie jetzt reflektieren, die 25 Jahre EU-Mitgliedschaft, welche Vorteile hat die Mitgliedschaft in den letzten 25 Jahren der Steiermark gebracht? Oder auch Nachteile? Fangen wir mit den Nachteilen an. Mir fallen praktisch kaum welche ein. Natürlich, wie immer bei Öffnungen, gibt es Strukturdruck. Nur der Strukturdruck, der wäre anders auch gekommen. Das haben auch die vorhergehenden Jahre ja deutlich gezeigt. Aber welche Effekte konnten hier generiert werden? Und hier muss man immer eines sehen. Es sind zwei Ereignisse, die sich positiv überlagern. Denn nach dem ersten Anpassungsschock der Ostländer in den ersten zwei, drei Jahren der 90er Jahre fängt hier eine Dynamik an, die die Steiermark quasi als Nachbarland mitnehmen konnte. Und zudem kommt noch zusätzlich der Effekt der EU. Das heißt, wir haben hier überlagernde Effekte im Bereich Handelsräume, die werden größer, im Bereich Binnenmarkt. Hier hat man produktiver arbeiten können, Transferkosten sind geringer geworden. Wir haben den Effekt, kommt dann noch dazu, Ende der 90er Jahre, der Währungsunion, wo hier auch die Transferkosten sich deutlich für die Unternehmen verringern. Ich habe dann diese sogenannte Ostdividende, sprich dieses Mehr an Dynamik, das dann in den Bedarf aufholenden ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts hier auch wirkt. Wir haben Beschäftigungseffekte, ja, man kann auch, und das wird im Laufe der Zeit wichtiger, in einen Beschäftigungsraum übergreifen. Und das wird dann schon ein bisschen spezifischer, aber insbesondere für steirische Firmen sehr, sehr wichtig. Man hat unter Anführungszeichen Asien jetzt vor der Haustür. Was heißt das? Ich kann in Zuliefer- und Wertschöpfungsketten günstigere, aber qualitativ hochstehende Unternehmungen mehr oder weniger im Umkreis von ein paar 100 Kilometern und nicht tausenden Kilometern hier in meine Planungen hineinnehmen und mich damit am Markt auch günstiger machen. Wenn man jetzt alle diese Effekte dieser 25 Jahre dann zusammenzählt, kann man davon ausgehen, dass dieses Plus an Wachstum fast 1% pro Jahr ausgemacht hat. Sprich, natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber es ist vielleicht etwas, was man durchaus in diesem Rahmen so sagen kann. Wäre das nicht passiert, wäre man nicht beigetreten und hätte es gleichzeitig nicht die Ostöffnung gegeben, dann wäre die Steiermark heute um ein Viertel ärmer. Naja, über die Steiermark war ja irgendwo vor 89 und dann auch vor dem EU-Beitritt ja das südöstlichste Zipfel einer Region Westeuropas, Mitteleuropas, mit zur Beziehung nach Südosten, nach Osten, aber es gab ganz klare Grenzen. Und auf einmal durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat sich das verändert. Also irgendwie ist die Steiermark in die Mitte gerückt und nicht mehr in der Peripherie. Und ist dann auch eines der Regionen, glaube ich, geworden, die sehr stark diese Beziehungen vorangetrieben hat, gepflegt hat, aufgebaut hat und in der Hinsicht auch ein Ankerpunkt geworden ist. Das heißt also, Bürgerinnen und Bürger aus Kroatien, Slowenien, Ungarn, für die ist Graz sozusagen ein regionales Zentrum geworden. Und das ist natürlich auch für die gesamte Steiermark ganz bedeutsam gewesen. Der EU-Beitritt Österreichs auf die Steiermark hat einen Und die Mitgliedschaft dann auch, ja. ganz, ganz zentralen Einfluss natürlich gehabt, weil die Steiermark schon verkehrstechnisch ja, bis zum EU-Beitritt ja immer in einer gewissen Randlage gestanden hat, obwohl hier immer, und das wird vielfach übersehen, es ja keinen eisernen Vorhang zwischen Österreich und Jugoslawien gegeben hat, sondern auch die gesamte Zeit unter Tito hindurch Reisefreiheit ja, für die Bevölkerung in Jugoslawien bestanden hat, sodass es immer wieder über den kleinen Grenzverkehr hinaus und über die Gastarbeiter, die angeworben sind, sehr wohl eine offene Grenze zwischen Österreich und Jugoslawien gegeben hat. Ganz im Gegensatz zu der zur Tschechoslowakei oder Ungarn, wo eben der eiserne Vorhang wirklich eine fast unüberwindbare Trennlinie dargestellt hat.
Wohl hat aber natürlich der EU-Beitritt dann insgesamt für die Stellung Österreichs in Europa eine zentrale Rolle gespielt, bis hinein in die Entwicklung auf den Universitäten, auf den sonstigen, auch damaligen noch Hochschulen und in den Bildungsbereich hinein. Weil es durch eben diese Studienprogramme, die dann mit Hilfe der Europäischen Union Erasmus möglich geworden ist, eine viel stärkere auch Öffnung erfolgt ist, sodass also die steirische Breite, von der wir vorher gesprochen haben, und diese Weltoffenheit dann tatsächlich über die Nachbarschaft hinausgeht und tatsächlich so etwas wie eine Globalisierung erfolgt im Sinne von Weltoffenheit. Und von daher glaube ich auch, die Steiermark sich viel stärker auch nicht nur unmittelbar mit den Nachbarn in freundschaftlichen Verhältnissen sieht und diese Nachbarschaftspolitik, ne, die vor 1995 als zentrale Außenpolitik, regionale Außenpolitik betrieben worden ist, denn auch wesentlich erweitert worden ist. Der Beitritt hat, denke ich, einfach den Horizont noch einmal erweitert, weil Universitäten sind per se natürlich in internationalen Netzwerken. Aber durch den Beitritt zur Europäischen Union war diese Verbindung zu den Mitgliedstaaten eine durchaus engere und das Interesse, sich mit anderen Staaten und anderen Universitäten innerhalb der Europäischen Union auszutauschen, ist gewachsen, vor allem weil es auch einfacher wurde. Der Austausch zwischen den Forschenden, zwischen den Studierenden wurde durch die Reisefreiheit viel einfacher und nicht zuletzt auch durch die Erasmus-Programme, die vor allem jetzt auch Länder der Europäischen Union betroffen haben, ist der Austausch der Studierenden innerhalb der Europäischen Union ein viel intensiverer geworden. Ja, was die Bedeutsamkeit ausmacht, ist einfach diese hohe Forschungsquote. Und eine hohe Forschungsquote kommt daher, weil dort sehr viel in Forschung investiert wird, von Seiten der öffentlichen Hand, aber auch von Seiten privater. Und das funktioniert nur, wenn es entsprechende Forschungseinrichtungen gibt, beziehungsweise auch außerhalb der Forschungseinrichtungen Personen mit entsprechend wissenschaftlichem Know-how. Und da sind wir als Allgemeinuniversität mit einer Bandbreite an Wissenschaftsbereichen von der Theologie über die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften über die Geisteswissenschaften bis hinein in die Naturwissenschaften einfach ein ganz wichtiger Faktor, weil alleine bei uns an der Universität Graz etwas mehr als die Hälfte aller Studierenden in der Steiermark inskribiert sind. Das heißt, wir haben einfach einen riesigen Output an Absolventinnen und Absolventen mit entsprechender Forschungskompetenz. Man kann wahrscheinlich als Steiermark nicht genug auf diese europäische Strukturfondsförderung hinweisen. Aus zwei Gründen. Erstens, man musste, um an diese Mittel zu kommen, sehr planvoll vorgehen. Das sind die Programmplanungsdokumente zu schreiben gewesen. Und eine vielleicht vor diesem Zeitpunkt noch ein bisschen hemdsärmelige Förderpolitik hat sich ganz stark professionalisiert dadurch. Mit Fokus auf Technologie, eine technologieorientierte Förderpolitik. Zweitens, die Mittel selbst. Also wenn man das bis heute zusammenzählt, dann haben wir schon über 1 Milliarde europäischer Mittel, die in die Steiermark geflossen sind. Und das ist ganz wichtig, es muss ja eine nationale Kofinanzierung geben. Und die teilt sich auf in 25% Land und 25% Bund. Und man muss schon davon ausgehen, diese Mittel wären in Österreich sicher nicht in dieser Menge und in dieser Zielgerichtetheit jemals in die Steiermark geflossen, wenn es diese Strukturfondsförderungen nicht gegeben hätte. Also wenn jemand ganz herzlich Danke sagen muss in Richtung Europa, dann ist es jedenfalls die Steiermark.